Einen wunderschönen guten Tag, meine Freunde. Herzlich willkommen zu meinem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute analysiere ich den Fight von letzten Sonntag von Defend FC. BJJ Champ versus Freestyle-Wrestler oder Freestyle-Wrestler, nennen wir es mal so bei Namen. Ja, warum ich das eigentlich alles mache, mich animiert groß und ganzen diese besondere Frage, die mir oft gestellt wurde. Nico, was ist denn eigentlich besser, das Ringen oder das BJJ fürs MMA? Und ich finde, dieser Kampf, da werde ich auch im Laufe des Kampfes drauf eingehen, zeigt das immer halt so schön. Und es kommt nicht auf die Sportart an, das sage ich jetzt im Großen und Ganzen, es kommt nicht auf die Sportart an, sondern auf die Person, die es ausübt. Ne? Jede Sportart hat in seinen gewissen Positionen seine Stärken und das ist in diesem Fight sehr schön zur Geltung bewiesen worden. Ne? So, fangen wir direkt an. Langer Rede, kurzer Sinn. Ich habe schon richtig Bock drauf. Ich hoffe, ihr auch. Let's go! Denkt an unseren Merch. Der Channel hier wird supported von Defend FC und dem Hauptsponsor Ligon. Falls ihr Interesse am Merch habt, www.defendfc.com. Ich bin Erik Arzdinov, ich komme aus Kasachstan, ich bin 18 Jahre alt. Ich mache seit 4 Jahren BJJ, ich bin einmal Europameister, Doppeldeutscher Meister und einmal Kasachstan. Erik Arzdinov, Tiger, sein Spitzname, 18 Jahre jung, 1,78 groß, 71 Kilogramm schwer, Style ist BJJ, geboren in Kasachstan und ist sein zweiter Kampf bei DFC. Den jungen Mann kennen wir schon aus dem Vorfeld. Der hatte auch einen Kampf gegen David Gras. Also der ist kein unbekanntes Gesicht bei uns bei Defend. Hat auch gegen David gewinnen können. Auf jeden Fall hat er ein interessantes Ground Game. Okay. Er will ihn auf den Boden holen. Ich ringe seit 2014 und habe da fast die deutsche Meisterschaften geholt. So, hier haben wir Daniel Agai, Kurdisch Eagle, sein Spitzname, 18 Jahre jung, 1,78 groß. Das heißt, sie haben etwa die gleiche Größe, 73 Kilogramm schwer, ist halt 2 Kilo schwerer als Erik. Ja, sein Style ist Wrestling, gebürtiger Kurde und gibt heute sein DFC-Debüt. Ja, also, da bin ich mal gespannt, was er so im Endeffekt aus dem Petto zaubert. Der Typ macht mir auf jeden Fall Konkurrenz schon mit dem Ohr. Schaut mal sein Ohr an. Der macht mir schon ziemlich Konkurrenz. Also, sieht vielversprechend aus, der Typ. Über meinen Gegner weiß ich nicht viel. Und ich versuche ihn zu meinem Kampf zu zwingen und den Kampf auf Boden zu beenden. Also, wir haben es gehört. Er versucht, den Kampf zu Boden zu holen. Beide Jungs auf jeden Fall, das wird halt eine Bodenschlacht. So, wir spulen direkt zur ersten Runde. Erste Runde geht los. Here we go. So, Touch Gloves, Respekt. Touch Gloves. Ja, wie wir Daniel geht schön nach vorne. Und schöner Wurf. Schön aus der Drehung, schön geworfen. Da haben wir halt die Ringerstärke gesehen. Und jetzt sind wir in dem Game, wo sich der Ringer eigentlich am wohlsten fühlt. Wobei man Erik im Endeffekt sein Spiel da auch erst anfängt, ne? So, da haben wir eine High Guard. Wollt ihr jetzt schon hochgehen zum Triangle Choke? Gefährlich, was Erik da schon macht, ne? Er setzt, was heißt gefährlich? Das ist gefährlich für Daniel. Ellbogen, kleine kurze Ellbogen. Versucht am Arm zu arbeiten. Aber Daniel macht das gut mit schönen Ground and Pound. Das zermürbt nach einer Zeit, ne? High Guard, noch eine höhere High Guard. Versucht den Triangle. Zwar keine üble Wirkung, Hüfte, aber mit der Hüfte jetzt. Also, Erik macht das ganz gut. Er arbeitet halt, bewegt sich viel. Das muss er an der Position. Er muss versuchen, aber jetzt anzugreifen. Ist in der Side Control gelandet. Also Half Guard nennen wir das mal. Es hat noch ein Bein drin. Und da muss Erik jetzt aufpassen. Rein theoretisch müsste er jetzt den Griff lösen. Weil sonst er viel zu viel Kraft verliert. Ah, jetzt hat Erik ein Knee-Shield aufgebaut mit seinem Knee-Shield.
Da hat Erik im Endeffekt einen großen Fehler begangen. Ich glaube, das Problem, was Erik gerade hat, er grappelt. Aber er grappelt nicht auf MMA-Level, sondern er grappelt auf Grappling-Niveau. Wie ist das zu verstehen? Es gibt zwei Arten von Grappling. Einmal das MMA-bezogene, das heißt, wo ihr auch euch dementsprechend bewegt, dass ihr nicht unbedingt viele Schläge am Boden einstecken könnt. Das heißt, ihr bewegt euch ein bisschen defensiver. Und einmal das sportbezogene Grappling. Das sportbezogene Grappling ist halt, wie gesagt, wie das Wort schon sagt, das wird ausgeübt, wenn der Gegenüberliegende halt nicht schlägt. In dem Sinne, ihr normal, ganz normales Grappling-Match macht. So. Was viele Grappler falsch machen oder den Fehler begehen, sie gehen im Endeffekt auf den Boden mit einem MMA-Kämpfer und nehmen im Grunde zu viele Schläge am Boden. So, das zermürbt zuerst und es ist einfach auf Dauer ziemlich gefährlich. Das ist das Problem gerade von Erik. Und wenn Erik das weiter so macht, dann wird Erik, ich denke mal, in der zweiten Runde nur noch hinterherhängen und nichts Konstruktives mehr abliefern können. Das macht Daniel auf jeden Fall gut. Er arbeitet und setzt den Grappler stark halt unter Druck. So wie das ein Ringer halt macht. Das muss ein Ringer halt machen. In diesem Moment. Er macht das halt richtig. Den Erik hier macht. Er wollte zu Deep Halfguard gehen und steckt dann einen Arm unter die Kniekehle und ist dann, hat dann keine Hände, um sein Gesicht zu schützen. Isoliert den Arm. Teleskop-Armbar-Ansatz. Harte Ellbogen. Durch das Sand. Richtig schönes Ground and Pound von ihm. Schönes Ground and Pound von Daniel. Auch noch ein, zwei harte Schläge. Also der hat auf jeden Fall BJJ trainiert. Zahnschuss verloren. Ach, guck mal, ich musste nicht mal stoppen. Aber es sieht anscheinend nicht angepasst aus, weil er einfach aus dem Mund rausflutscht. Macht aber nicht, Alter. Was für ein Sportsmanship, Leute. Ich liebe diese respektvolle. So, da arbeitet er wieder. Hat eine High Guard. Fast einen Triangle-Ansatz. Aber das Bein ist nicht ganz drin. Er holt sich da gleichzeitig wieder raus. Also meine Empfehlung an Erik, er sollte jetzt am besten versuchen aufzustehen. Er verbraucht zu viel Kraft. Er verbraucht zu viel Kraft und das wäre jetzt die Chance gewesen, wo er hätte aufstehen müssen. Er verbraucht zu viel Kraft am Boden. Weil da ein Ringer hat in den meisten Fällen die statische, mehr statische Kraft halt, ne? Also kraftausdauertechnisch ist er einfach dem normalen Sportler halt überlegen, den BJJler in der Regel. Was aber der BJJler in der Regel mit der Technik halt wieder wettmacht, ne? Auf jeden Fall halt diese Runde würde ich Daniel geben, hat er gut gemacht. Hat von Grund auf kontrolliert. Hat, ihr seht selber, ein solides Striking-Game bewiesen. Und dann auch noch die Takedowns, ne? Okay, gehen wir in die zweite Runde. Direkt Inside Low Kick. Kick. Daniel ist so ein Typ von Mensch, dem muss man einfach sagen, dass er müde ist. So, hey, entspann dich mal, du bist müde. Jetzt im Clinch, was passiert? Schöner Wurf von Daniel. Daniel hat einen schönen Wurf gemacht. Man sollte mit dem Ringer halt nicht gerne in den Clinch gehen, weil die halt einfach da in deren Spiel sich reinbegebt, ne? Oh, schöner Diamond Chop Ansatz, aber da passt der ganze Winkel nicht. Ihr seht selber, dass das Bein von Erik hängt zwischen den Beinen von Daniel. Ist einfach, ja, wie ist das? Da ist er halt sehr gestaucht. Kann nicht viel machen. Deswegen lässt er wieder aufstehen. Und weiter geht's. Schön abgetaucht. Aber schon wieder den Zahnschutz verloren. Schade eigentlich. Das war eigentlich Eriks Chance, vielleicht zu kontern. Also da hätte man eigentlich schon die erste Warnung geben müssen. Nee. Weil das schon, wie gesagt, das zweite Mal ist. Es ist einfach halt, der Kampf wird ständig unterbrochen wegen anhand dieses Zahnschutzes. Ja, ja. Ja. Pushkick. Takedown-Ansatz. Aber wird gedreht und Daniel holt sich die Oberlage. Aber hier am Boden, schaut euch das mal an. Daniel wie so ein wild gewordener Stier. Unglaublich, der geht da auf
da müsste er jetzt sich lösen. Ich denke, genau hier ruht sich, also Erik ist schon sehr, sehr von der Kraft her müde. Ja, da hat er sich kurz ausgeruht, da habe ich ihm gesagt. Klammert nur noch, was auch ihm viel mehr Kraft kostet hat. Hat auch keine vernünftige Verteidigung mehr. Daniel passiert und nee. Schöner rechter Schlag. Also er wollte im Endeffekt passieren, hat das Bein gezogen und hat dadurch einen Punch gesetzt, die natürlich es dem Gegner, die der ordentlich Schaden auf jeden Fall verursachen kann. Oh, ein Arm-Triangle-Choke von Daniel. Sehr schön. Ein schöner Arm-Triangle-Choke. Also, Erik müsste jetzt seine Hand auf den Hinterkopf setzen. Damit würde er sich ein bisschen Luftraum schaffen. Und jetzt müsste er auch eine Brücke machen. Da wäre Daniel rübergeflogen. In diesem Moment, wo Daniel sich aufgerichtet hat, hatte Daniel keinen richtigen Halt. Und da Erik hätte das drehen können. Dadurch hätte er auch den Choke neutralisieren können. Aber zum Ende ist Daniel mit seiner Schulter ein bisschen hochgerutscht. Und hat den Druck, glaube ich, rausgenommen. Aber hätte er noch vielleicht ein bisschen Zeit gehabt, um sich weiter einzusinken, hätte er das Ding. Ja, es ist, wie ich prophezeit habe. Erik hat deutlich viel Kraft verbraucht und verloren, indem er halt einfach mit dem Gegner Kraft auf Kraft mit ihm gekämpft hat. So, er hat zwar einige technische Ansätze gehabt, der Erik, aber das Problem an der ganzen Sache ist, dass er einfach zu lange auf dem Rücken lag und einfach die ganze Zeit festgehalten hat. Muskeln übersäuern einfach ziemlich stark, wenn ihr statisch arbeitet. Ihr haltet fest und im Endeffekt die Bizeps, der ganze Körper übersäuert einfach und das Resultat bleibt einfach, dass ihr später halt einfach wie Pudding in den Beinen euch bewegt. Ne? Es ist wirklich, dann seid ihr total übermüdet, übersäuert, ihr könnt gar nichts mehr vernünftig machen. So, und das kommt jetzt auf jeden Fall zum Vorteil des Ringers, dass der ihm im Endeffekt sein Spiel aufgedrängt hat und Erik sich im Endeffekt dadurch halt jetzt zu einer Zielscheibe entwickelt hat, ne? Hier sieht man wieder, da sehen wir den Takedown, der Pushkick, ihr seht selber, es ist mittlerweile schon sehr, der hat auch gut getroffen. Da holt er auch sich direkt den Takedown, ne? Da seht ihr es. Wiederholt, wie aus der ersten Runde. Und da schlägt Erik mit. Und das ist das Problem, wo er viel Kraft vergeudet und viel Kraft verbraucht. Er nimmt auch viele Treffer, die natürlich auch ihren Schaden verursachen. So, springen wir mal. Da war einmal nochmal der letzte Treffer und der Arm Triangle. Springen wir direkt in die nächste Runde. So, here we go. Dritte Runde. Final Round. Erik schon sehr stark gezeichnet. Sehr müde. Schläge kommen auch nicht so ganz solide. Aber schönes Kämpferherz von Erik, gibt alles. Ist ihn ins Knie reingelaufen. Schöner Ringer, also das ist natürlich. Erik hat da so eine Verzweiflungstat begangen. Ist einfach nach vorne gepusht. Der Ringer willkommensgeschenkt, an die Beine gesprungen. Und dadurch hat er halt den Takedown halt wieder einen Takedown bekommen, ne? Ein Double Leg. Hartes Ground and Pound. Geht, versucht zu passieren. Da fehlt einfach jetzt Erik die ganze Kraft im Nachhinein. Also das, was jetzt Daniel da macht, das kostet nicht viel Kraft. Ne? Ein bisschen schlagen, Oberlage behalten. Was Erik machen muss, er muss ihn mit dem Knee-Shield wegdrücken. Ne? Das ist das Wichtige. Er muss ihn einfach mit dem Knee-Shield wegdrücken, sich Platz schaffen, damit Daniel natürlich Kraft aufwenden muss, um an ihn dran zu kleben. Full Mount, gibt ihm die Full Mount. Klammert seinen Kopf, das macht nicht viel Sinn. Er müsste
Also um jetzt hier rauszukommen, müsste sich Erik auf eine Seite drehen, auf eine der beiden Beine des Daniels sich drehen und das Knie runterdrücken. Dadurch würde er viele von den Boden, in dem Bodenkampf gibt es so eine Aufwärmübung, shrimpen. Und wenn er, dann shrimpt er raus und holt sich direkt die Half Guard. Ne? Klar ist das jetzt einfacher gesagt als getan. Er ist jetzt natürlich auch schon übermüdet, er ist schon in so einem hohen Stresspegel, dass er natürlich an solche Sachen gar nicht mehr denkt. Er versucht, es hat jetzt nur noch die Überlebensschalter gedrückt, nicht harte Treffer noch nehmen zu müssen. Ne? Natürlich ist das alles sehr, sehr schwierig jetzt so umzusetzen. Aber im Prinzip wäre das die Lösung gewesen, zumindest wo er auf jeden Fall diese Position verbessern würde. Ne? Er klammert sich, jetzt müsste er sich hochziehen, er müsste einmal Damian runterdrücken, runterziehen, zur Seite wechseln, das Knie runter und die Half-Guard holen. Das, und jetzt müsste er die Chance nutzen. Jetzt müsste er es machen. Armbar von Daniel. Richtig schön sauber gemacht. Erik hat sich gut rausgedreht. War ganz, ganz knapp. Und jetzt müsste Erik aufstehen. Jetzt darf er da nicht verweilen. Er müsste jetzt aufstehen. Das ist jetzt seine Chance im Prinzip, sich eine bessere Position zu holen und vielleicht das Kampfgeschehen noch vielleicht zu drehen. Also er hätte die Beine hätte er loslassen müssen. Daniel saß da mehrere Sekunden auf dem Bauch. Also richtig schöner Austausch. Der Armbar kam richtig gut. Richtig schön, hat Erik auf jeden Fall nicht erwartet. Und Daniel lässt mit dem Druck hier einfach nicht nach. Ne? Der ist einfach wie so ein Stier. Schon wieder Mount. Mount-Versuch. Erik ist einfach kaputt. Erik ist einfach kaputt. Und ist wieder in den Mount gelandet. Gibt ihm den Rücken, was total tödlich jetzt ist. Jetzt wird Daniel ihn ausstrecken und ihn... Submitten. Ist der Renekid-Chok drin? Ja. Renekid ist drin, er hat getappt. Daniel einfach zu stark. Und das ist das, was ich meine. Schaut mal, der Freistil-Wrestler hat den BJJ-Champ in seinem eigenen Spiel geschlagen am Ende. Also, er hat ihn mit seinem Spiel müde gemacht und konnte am Ende mit dem BJJler machen, was er wollte. Jetzt sind wir wieder natürlich in der Frage, was ist besser, BJJ oder Ringen? So. Der Daniel hat uns das vorgemacht, dass im Endeffekt es nicht auf die Sportart ankommt, weil er hat ihn mit allen Waffen besiegt. Er hat ihn im Endeffekt mit dem Ringen hat er ihn bearbeitet und mit dem BJJ, was er hatte, die Basic-Kenntnisse, hat ihn getappt. So, also er hatte auf jeden Fall im Prinzip alles richtig gemacht. Er hatte ein Full-Around-MMA- Niveau abgeliefert. Ne? Er hat das halt gut, er hat aus jedem Kampfsport im Endeffekt hat sich als Ringer zwar angemeldet, er hat seinen Background aus dem Ringen, aber er hat trotz dessen in jedem Bereich was abgeliefert. Ne? Und das ist der Punkt. Ihr müsst in jedem Bereich des Kampfsports stark werden in MMA. Wenn ihr MMA kämpfen wollt, dann könnt ihr nicht eine Art und Sache, eine Sache trainieren und sagen, ja, das ist die eine, mit der einen Sache komme ich klar. Also, das funktioniert im MMA nicht. Und das ist das, wo viele Leute am Ende scheitern. Auch die BJJ-Fighter scheitern da ganz oft. Die sagen sich, hey, ich muss nur BJJ trainieren, mein Gegner wird nichts am Boden können. Aber schaut mal, der Ringer hat den BJJler am Ende geschlagen. Aufgrund, einfach nur, weil er besser mischen konnte. So, und ich denke, daran hat es gehapert. Ja, ansonsten, was sage ich zu Erik? Ja, Erik muss definitiv sein Grappling-Game vielleicht auf das MMA abändern, ne? Also oder ein bisschen anders trainieren. Er muss im Prinzip das BJJ, das Sport-BJJ, musste er fürs MMA ablegen. Also meine Meinung wäre, er sollte sich vielleicht, jetzt ist er gut, jetzt ist Corona, er hatte natürlich jetzt nicht die Möglichkeiten sicherlich, in für viele verschiedene Gyms trainieren zu gehen. Weil nicht alles hat heutzutage jetzt auf. Aber trotz all dessen, wenn er einen MMA-Kampf bestreiten will, muss er auf jeden Fall ein Full-Arounder werden. Unser Ziel ist es in dem Sport, ob Thai-Boxer, BJJler, Ringer, ist vollkommen egal. Unser Ziel ist es, ein Full-Arounder zu werden. Das heißt, wir müssen in jedem Bereich wenigstens die Basics können. Es reichen die Basics. Ihr könnt mit Basics im Endeffekt schon viel, viel, viel ausmachen. So, ihr müsst nicht der Beste in einer Situation sein oder in einer Kampfsportart sein, ihr müsst einfach nur die Basics verstehen und drauf haben und wissen, wann ihr was wo umsetzen müsst. So, im Prinzip, das ist
prinzipiell meine Meinung zum Fight. Deswegen habe ich dieses Video hier gemacht, um ein bisschen Aufklärung zu schaffen und ein bisschen Aufklärung für Aufklärung zu sorgen. Falls euch das Video gefallen hat, Like nicht vergessen. Ja, falls ihr eine Anregung habt, was ich besser machen kann für die zukünftigen Videos, kommentieren. Und wenn ihr eine Frage habt, könnt ihr das natürlich auch kommentieren. Und wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, abonnieren nicht vergessen und die Glocke. Ne? In dem Sinne wünsche ich noch einen schönen Tag. Ich bin raus. Reingehauen.